Unsere Legadeschule, ein Berufskolleg in der Trägerschaft des Bistums Münster. Begleiten Sie uns auf dem Weg durch den Ozean der Möglichkeiten und Inspirationen, die die Hildegardeschule Ihnen bietet. Kann ich dir helfen? Ja, ich mache voll Abi für Erziehung und ich weiß gar nicht genau, wo ich hin muss. Ich verstehe diesen ganzen Plan einfach nicht. In welcher Klasse bist du denn? Ja, in der 11C. Dann kannst du hier gucken, heute ist Mittwoch. Ah. Mhm. 11C, dann hast du im Raum 203 Unterricht. Ach so, okay. Ja, danke schön. Bitte schön. Das Kind kann das eigentlich nicht. Guten Morgen, Frau von der Forst. Morgen. Ah, 211. Wenigstens ein bisschen Ordnung. Oh! Unser neues Thema ist heute die Zelle. Dazu habe ich mir überlegt, suchen wir erstmal ein Bild aus dem Internet. Erklären. Ja, Julia, komm mal nach vorne. Also man sieht hier zum Beispiel das raue endoplasmatische Reticulum oder hier oben den Zellkern oder das Plasmamembran, wo die Zelle umgeben, wovon die Zelle umgeben ist und die Mitte. Hey, was machst du denn schon hier? Hi, mein Bus war heute so früh und ich muss mir ja ein bisschen die Zeit vertreiben. Und du? Ja, ich habe zu Hause keinen Internetanschluss und muss noch mein Referat machen, aber das kann ich ja hier nicht machen. Ja, das stimmt wohl. So, jetzt sind wir hier in der Klasse 104, wo Schokolade verkauft wird. Und jetzt müssen wir ja gleich mal fragen, was machen Sie? Ja, wir sind die 11A, AHR 11A und wir haben alles rund um Schokolade gemacht, weil wir ja den Schwerpunkt Ernährung haben und dachten, dann machen wir was besonders Gesundes. Ja, und deswegen gibt es alles um Schokolade. Und für wen machen Sie das? Für alle, die mögen. Und für welchen Zweck ist das hier alles? Für Wackerball natürlich. Die Spenden gehen natürlich alle nach Brasilien. Wo waren Sie denn jetzt schon überall hier in der Hildegardeschule? Ich bin bisher alle Etagen einmal abgelaufen und habe mir das mal hier angeguckt, was sich so verändert hat und so weiter. Waren Sie hier auch Schüler? Genau, ist schon ein bisschen was her. Was gefällt Ihnen am besten hier? Ja, erstmal das Projekt an sich ist natürlich super sinnvoll. Sowas zu unterstützen ist natürlich klasse. Wie viel habt ihr denn schon eingenommen hier bei der Waffelaktion? Ich denke mal, wir haben jetzt schon so gut 20 Euro gewonnen. Ja. Also läuft das super? Ja, läuft momentan. Wie viele Personen seid ihr hier? Wie viel arbeiten jetzt an einem Stand? Also im Waffelstand sind jetzt 4 und es verkaufen 2. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen, wenn sowas hier wäre? Ja. Du auch? Ja, wir würden das gerne, weil uns das ja hier gefällt.